Hallo, ihr Smash-5-Spieler. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Gaming Kingdom Kanal. Heute mal wieder zu einem wundervollen, absolut fantastischen alles klar, Lex. Let's talk. Ja. Let's talk. Numero 3, nachdem Numero 2 ja absolut fantastisch war. Naja, was auch immer. Geht es um Smash Numero 5? Meine Fresse, es ist ja schon vor fast einen Monat announced worden. War es sogar schon ein Monat? Ja, es ist schon über einen Monat sogar her. Wow. Jedenfalls ist es vor über einem Monat announced worden. Auf der Nintendo Direct. Ich habe den Stream live gesehen. Ich wollte eigentlich nur Live-Reaction machen, aber mir gefiel die Qualität dann doch nicht so sehr. Weshalb ich das denn gelassen habe, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls reden wir über Smash 5. So, und was fordere ich von Smash 5? Das wird wieder das Smash sein, was ich wieder mitspielen kann. Ich habe auf der Wii U kein Smash gespielt, auch auf dem 3DS nicht, weil ich beide nicht besessen habe. Aber gut, dafür habe ich jetzt eine Switch, ne, Max? Und deswegen werde ich Smash 5 spielen. Und Smash 5, Leute, muss der Burner sein. Die hatten jetzt 4 Teile Zeit, um zu sehen, was die Fans wollen. Gerade Smash 4 wurde zum Beispiel stark kritisiert, dass es keinen Story-Mode gab. Wo ist der Story-Mode? Alle wollen den Story-Mode. Und ja, was soll das für Charaktere? Wii Fit-Trainerin. Warum kein Waluigi? Oder sowas. Und ja, da fange ich auch direkt erstmal an mit den Charakteren. Und zwar, was will ich überhaupt für Charaktere haben? Und ich muss ehrlich sagen, an sich finde ich die Charakterauswahl ziemlich cool. Es könnte ein bisschen mehr von solchen Randgruppen sein wie Xenoblade Chronicles und Konsorten. Aber die sind mittlerweile ja auch schon ganz gut besetzt. Bringt die Ice Climbers zurück. Genau, Ice Climbers müssen wieder zurück. Die waren cool auch in Brawl. Die waren ziemlich stark, aber auch. Vielleicht ein bisschen nerven. Dann kann man sie doch wieder ins Spiel implementieren. Und ja, was ich noch. Also, wie gesagt, an Wünschen habe ich nicht allzu viel. Natürlich war Luigi absolut fantastisch und ja, Trikefalo, immer her damit. Aber ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel, was ich möchte. Aber die sollten ein paar Balance-Changes anwenden. Weil. Sorry, ich bin immer noch angeschlagen. Weil Kirby ist seit Melee scheiße. Es hängt immer im unteren Tier mit rum. In Melee war es ganz unten. Es war, glaube ich, Tier F oder so. Es wurde extra ein Tier für ihn erfunden. Warum hieß es nicht Tier K wie Kirby? Versteht. Oh Gott, okay. Und Brawl war es etwas besser. Ich glaube, da war es C-Tier oder D-Tier. Bin nicht sicher. Und in Smash 4 war es dann auch wieder im unteren Tierbereich. Ich glaube, D oder E. Warum könnt ihr nicht mal Kirby etwas stärker machen? Ich bin toll, ein absoluter Kirby-Fan. Ich liebe zum Beispiel diese Steinattacke und diesen Recovery-Move. Also hoch, ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt ein Spiel für einen PC, Steam, Brawlhalla. Sollten eigentlich ein paar von euch kennen. Und dort spiele ich sehr gerne mit Orion, weil der hat eine Lanze. Und die Lanze hat als Down Special Move, also Heavy Down, genau das gleiche wie Kirby. Und ich finde das absolut fantastisch. Ich mag diese Attacke irgendwie. Wie er von oben so boom runterkommt. Ist schon ziemlich cool. Ja, soviel zu den Charakteren. Ich denke, man sollte. Bayonetta sollte etwas geschwächt werden. Sind wir mal ehrlich, Bayonetta ist ein bisschen zu stark. Falls sie überhaupt im nächsten Smash auftauchen wird. Ich meine, Bayonetta wurde doch eh nur reingebracht, weil Bayonetta auch für die Wii U rauskam, auch noch, oder? Oder irre ich mich? Ich weiß nicht. Jedenfalls, Charaktere haben wir abgeschlossen. Story-Modus. Leute, die Super Smash Bros. Brawl gespielt haben, finden allesamt den Story-Modus absolut fantastisch. Ich weiß nicht, warum sie
die hirnrissige Idee hatten. Ich meine, Nintendo sieht das. Oh, der Story-Modus, der wird gefeiert. Leute, in Smash for Wii U und 3DS packen wir keinen Story-Mode rein. Das ist die Idee. Warum? Ich verstehe das halt echt nicht. Warum hat man das getan? Egal, jedenfalls, Smash 5 für die Switch muss unbedingt einen Story-Mode haben. Ist mir egal, was für eine Story. Sag es hat einen Story-Mode mit ein paar absolut fantastischen Levels. Brawl war ziemlich super. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ich denke, vielleicht ein paar neue Stages. Haben wir eine Xenoblade Chronicles Stage? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich habe Smash 4 fast nie gespielt. Deswegen sollte Smash 5 ein bisschen das Ganze rausholen. Ach ja, und bitte packt Rob in das Spiel. Rob ist super. Ich habe Rob nie gespielt. Aber gut, es geht schon wieder in 6 Minuten das Video. Meine Fresse, es geht immer so schnell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann, ja, ihr wisst Bescheid. Bis dann und ciao.